Innovative Industrial Properties Super REIT im Ausverkauf. Ich denke, Innovative Industrial kann man als Super REIT bezeichnen, wenn man einmal fundamental anschaut, was da die letzten 5 Jahre, 7 Jahre sind es, glaube ich, seit dem IPO 2016, Ende 2016 passiert ist. Durchschnittliches Gewinnwachstum hat sich also mehr als verdoppelt im Jahr. 135%, da hat der FFO zugelegt. Wir haben Dividendenwachstum über 70%. Und wir haben eine aktuelle Dividendenrendite von über 6,5%. Wir werden uns das alles dann ganz genau anschauen. Und wir werden uns vor allem auch anschauen, wo mögliche Fallstricke lauern. Denn ihr kennt den Spruch, wenn es so schön ist, um wahr zu sein, dann ist es das meistens auch. Ist Innovative Industrial Properties Trust die Ausnahme oder haben wir hier die Regel, die da bestätigt wird? Mein Name ist Thorsten Tiete, geht es um Qualitätsaktien. Ich bin der Betreiber seit Aktienfinder.net. Hier geht es ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien. Und dann schauen wir mal, ob Innovative Industrial Properties eine solche Qualitätsaktie mit sogar hoher Dividende ist. Apropos hohe Dividende, das ist ein guter Einstieg. Übrigens an der Stelle keine Kauf- und Verkaufsempfehlung, aber man kann in diesem Video sehr viel lernen. Also aktuelle Dividendenrendite bei 6,8% und die soll laut Analysenschätzung noch weiter steigen. Und du solltest, wenn du jetzt einsteigst, keine Kaufempfehlung an der Stelle, dann eine persönliche Dividendenrendite Anfang 2025 in Höhe von 11,4% haben. Also hört sich schon mal lecker an, wenn du hier oben auf die Kennzahlen schaust und siehst auch im Schnitt auf die letzten 5 Jahre Dividende um über 70% gesteigert, jährliche Zuwachs des FFOs an der Stelle 135%. Qualitätscheck sieht soweit auch gut aus. 2016 war der IPO im Dezember. Hier siehst du FFOs, wie die schön steigen, wird auch immer fast zur Gänze ausgeschüttet, so wie es für REITs üblich ist, in Form von Dividenden. Ganz ungewöhnlich hier die Bilanz. Wir haben nämlich im Gegensatz zu den meisten anderen REITs kaum Schulden in der Bilanz. Wir haben nur 303 Millionen Euro Dollar Schulden und liquide Mittel in Höhe von 355. Also wir haben mehr liquide Mittel als zinstragende Schulden. Sehr, sehr ungewöhnlich, spricht definitiv für die Aktie. Wenn wir hier auf die Multiples gehen bezüglich zur Bewertung, das KGV, und nur nicht auf den bilanzierten Gewinn, sondern auf den FFO bezogen, liegt momentan bei um die 14. Im Mittel lag es bei 29. Der Mittelwert liegt bei 29. Wir sind also gerade mal hier bei der Hälfte angelangt. Muss man schon zum Corona-Crash zurückgehen, um eine ähnlich günstige Einstiegsgelegenheit zu finden, laut dieser Bewertung hier vom FFO. KUV wird vermutlich ähnlich sein, jawohl. Da legen wir auch deutlich unter dem Durchschnitt der Vergangenheit. Nicht ganz so deutlich, aber immer noch deutlich. Also die Aktie scheint auch günstig bewertet zu sein. Wenn man jetzt das rein fundamental so gecheckt hat, da könnte man einen Haken dran machen. Und dann geht es jetzt darum, ein bisschen zu verstehen, was macht das Unternehmen eigentlich? Ja, die betreiben und vermieten Gewächshäuser für den Cannabisanbau. Da gucken wir gleich mal ein bisschen näher rein. Interessant ist, dass es sich hier um einen Wachstumsmarkt handelt, der auch stark reguliert ist. Und es wird immer mehr liberalisiert. Man sieht, es ist noch nicht überall in den USA. Es ist ein US-REIT, 100% der Umsätze meines Wissens werden in den USA erwirtschaftet. Das sieht man hier in den Regionen. Ja, ist so, 100% in den USA. Und hier wird immer mehr liberalisiert. Und das heißt, der Markt wächst noch durch die politische Liberalisierung des Cannabisgebrauchs, medizinisch und dann auch halt für den Eigenbedarf, sprich Konsum, wie das so schön heißt. Wir haben starkes Wachstum, man sieht es auch, wenn man in die Investor Relations reingeht, hier von 2021 auf 2026, 5 Jahre, soll sich der Markt verdoppeln von 27 auf 52 Milliarden US-Dollar, also ist kein ganz kleiner Markt. Zudem ist der Markt stark reguliert, wo haben wir es? Moment, müssen wir mal gucken, hier ist es. Also nicht jeder kann so ein Gewächshaus betreiben und Cannabis verkaufen, er braucht eine Lizenz. Und bei der Lizenzvergabe wird auf das Zoning geachtet, so ähnlich wie bei American Tower mit Sendemasten. Man kann nicht einen Sendemasten in den nächsten stellen, sondern das wird regional gewichtet. Und dann haben wir hier noch Regulatorik, in dem Sinne, dass geprüft wird, ob die Lizenzeingabe in erster Linie auch andere Erfordernisse eingehalten werden. Da bekommt man dann quasi Besuch in so einem Gewächshaus. Wie sieht so ein Gewächshaus aus? Auch da lässt uns Innovative Industrial Properties dran teilhaben, diese Investor Relations. Die haben so unterschiedliche, also man sieht schon, es ist komplizierter als ein Gewächshaus im Schrebergarten bei dir um die Ecke. Wir haben so ein Suchtzimmer oder einen Suchtraum, wo die Cannabispflanzen, die Mutterpflanzen quasi gezüchtet werden.
die dann in Masse quasi angebaut werden im nächsten Raum. Das muss natürlich alles richtig beleuchtet sein, richtig bewässert sein, richtige Raumtemperatur haben etc. Dazu braucht man dann auch Notstromaggregate und solche Dinge, damit da nichts ausfällt, Bewässerungsanlagen, Wasserrecycling, also eine grundlegende Infrastruktur. Und dann wird dann der Cannabis hier abgeerntet und dann hier verarbeitet in einem sogenannten Extraction Room. Also das ist schon so ein bisschen Breaking Bad mäßig, wenn ich es mal so sagen kann. Also nicht so ganz plain Vanilla. Und man kann ja sagen, also wenn man sieht, das ist nicht ganz so einfach, da braucht man schon eine gewisse Expertise. Ist also nicht nur so ein nacktes Gebäude hinstellen und sagen, okay, wer möchte Cannabis anbauen und verkaufen, da strecke mal die Hände, in den meistbietenden verkaufen wir es oder vermieten wir es, sondern da braucht man schon eine Lizenz und ein gewisses Know-how. Und das könnte man schon im erweiterten Sinne als Burggraben bezeichnen in einem interessanten Markt, der stark wächst. Interessant ist auch noch, dass die Mieten langfristig sind. Das steht irgendwo hier zwischen 15 und 20 Jahre. So lange laufen die Mietverträge, das ist schon sehr lange. Das zählt zu einem Industrie-REIT, Cannabis, jawohl. Und im Durchschnitt steht hier auch, bei Industrie-REITs ist die Mietdauer lediglich über 5 Jahre gestreckt. Und hier 15 bis 20 Jahre, was ja schon mal für einen erhöhten, sicheren Cashflow durch Mieteinnahmen sorgen sollte. Auf Papier jedenfalls. Gucken wir mal, wie solvent die Mieter sind, so rein oberflächlich. Und dann sieht man hier auf der ersten Seite im letzten Quartalsbericht, dass es faktisch keine Mietausfälle gibt. 99% der Mieten sind auch tatsächlich geflossen in den letzten 2 Quartalen. Also alles super quasi. Es hört sich jedenfalls so an, als ob die Aktien ein Kauf wäre und Risiken gibt es eigentlich keine, sondern nur Chancen. Das ist nicht ganz richtig. Man muss jetzt nochmal ein bisschen tiefer graben und dann merkt man, dass der Lack zu blättern beginnt, wenn man an den richtigen Stellen kratzt. Gehen wir mal zurück hier, Investor Relations Präsentation. Hier zum Beispiel, da sieht man die Mieter. Man sieht hier, 15 Mieter machen 90% der Mieteinnahmen aus. Ist es gut diversifiziert oder ist es nicht so gut diversifiziert? Im Vergleich zu einem anderen REIT, da habe ich mal Realty Income genommen, ist es nicht so gut diversifiziert. Das sehen wir nämlich, dass wir 20 Mieter haben und wenn ich alles zusammenzähle, habe ich mal gemacht, an Umsetzen, dann kommen wir ungefähr auf etwas mehr als 40%, die Top 20 Mieter ausmachen. Und die Top 15 Mieter machen bei Innovative Industrial Properties 90% aus. Also wir haben hier einen viel stärkeren Fokus auf einzelne Mieter. Gucken wir uns mal die Mieter selbst an. Das sehen wir hier bei Realty Income. Namen, die uns was sagen. Und von denen wir, die meisten sind auch börsennotiert und wir haben sicherlich auch, oder du hast sicherlich auch das ein oder andere dieser Unternehmen in deinem Depot als Aktie. Walgreens, Walmart, Dollar General, 7-Eleven, Dollar Tree, FedEx, CVS, Kroger, Home Depot, Tesco, Tractor Supply. Boah, und dann noch so Meme-Stock, AMC, okay. Aber in Summe Qualitätsaktien, die auch Dividende zahlen, die langfristiges Gewinnwachstum auch aufweisen. Also Qualitätsaktien, Qualitätskunden sozusagen, wo es auch relativ unwahrscheinlich ist, dass die ausfallen. Gucken wir uns das mal hier an und da wirst du wahrscheinlich kein einziges Unternehmen kennen, es sei denn, du bist ein Cannabis-Spezialist. Ich habe auf jeden Fall keines gekannt. Die meisten dieser Unternehmen oder einige dieser Unternehmen sind börsennotiert, aber viele sind es nicht. PharmaCann beispielsweise, der mit Abstand größte Einzelmieter, ist nicht börsennotiert. Ascent Wellness ist aber börsennotiert und gucke ich mir mal die Unternehmen an, wie ertragsstark die sind. Da habe ich hier eine Affected Workstation und das ist Ascent Wellness, macht glaube ich 8%+ aus der Mieteinnahmen. Dann siehst du hier Net Income, alles negativ, in erster Linie wegen den hohen Zinsausgaben, die sie zu tragen haben und entsprechend natürlich auch der Gewinn pro Aktie immer negativ. Ist also nicht das, was man sich unter einem ertragsstarken Mieter unbedingt vorstellen sollte. Was haben wir noch für einen Mieter? Wir haben hier Curaleaf, 6,5% der Mieteinnahmen, habe ich mir auch schon rausgesucht gehabt. Hier ist Curaleaf, kann man sich auch mal angucken, wie da die Gewinn- und Verlustrechnung aussieht. Dann sieht hier Net Income, alles negativ. Da ist sogar schon das EBIT, Operating Income, Vorzinsaufwendung negativ die ganze Zeit. Gewinn pro Aktie, alles negativ. Und das ist schon hier die ganzen letzten, wie viele Quartale sind es? Die letzten 10 Quartale. Gucken wir mal weiter, was haben wir noch?
Columbia Care habe ich auch noch gefunden, beispielsweise 6,3% der für 6,3% der Mieteinnahmen verantwortlich. Nehmen wir hier noch zu Columbia Care rein. Und da sieht man ein ähnliches Bild. Sieht man hier auch, nur, werden nur Verluste gemacht, Net Income immer negativ, EBIT schon fast immer nur Verluste ausgewiesen. Spätestens, wenn dann auch die Zinsen kommen, ist man tief in den Miesen. Jetzt kannst du dir natürlich die Frage stellen, okay, beißt dich irgendwie, wir haben auf der einen Seite keine Mietausfälle, auf der anderen Seite sehen wir, dass diese Mieter hier alles andere als ertragsstark sind. Wie können denn die überhaupt die Mieten bezahlen? Da muss man nochmal verstehen, wie das Geschäftsmodell von Innovative Industrial Properties gemacht ist. Die setzen nämlich stark auf Lease Sale Back, so müsste es eigentlich heißen. Nee, Sale Lease Back, so müsste es heißen, genau. Also, was heißt das? Das heißt, wir haben einen Gewächshausbetreiber für Cannabis, der ist jetzt ein bisschen klamm bei Kasse. Dann kann er entweder einen Kredit beantragen bei einer Hausbank, kriegt er vielleicht keinen, vor allem nicht in Zeiten steigender Zinsen. Dann kann er zu Innovative Industrial Properties gehen und sagen, ich verkaufe dir meinen Betrieb, mein Gewächshaus, bleib aber drinne und werde jetzt dein Mieter. Das heißt, Innovative Industrial Properties versorgt ihn mit Liquidität über den Verkauf. Der Eigentümer wechselt, der Besitzer bleibt, sprich der ist jetzt halt nur Mieter und kein Eigentümer mehr, der Besitzer. Und das führt natürlich dazu, dass das Unternehmen wieder solvent ist und seine Miete bezahlen kann, jedenfalls auf absehbare Zeit. Und ich glaube, genau diesen Fall haben wir momentan. Innovative Industrial Properties wächst ja sehr stark über Zukäufe, weniger organisch. Das sieht man auch, wenn man hier die Anzahl Aktien anschaut. 1 Million während des IPOs auf 3,4 Millionen, bam, 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 und heute auf 28 Millionen. Innerhalb von ungefähr 6 Jahren hat sich die Zahl der ausstehenden Aktien ver-28-facht. Das hat super funktioniert, weil wir in einem Boommarkt gewesen sind. Ihr wisst ja auch, Anlagen, Notstand, Nullzins etc. Und dann ist der Aktienkurs entsprechend gestiegen. Das war das hier, da ist der Aktienkurs halt entsprechend gestiegen. Und da konnte man super Eigenkapital ausgeben, hat noch nicht mal wesentlich auf Fremdkapital zurückgreifen müssen. Das haben wir ja gesehen, sondern haben wir noch eine starke Bilanz. Die Zeiten haben sich aber geändert. Mittlerweile gibt es Zinsen und die steigen weiter. Der Aktienkurs von Innovative Industrial ist gefallen. Das heißt, die Ausgabe neuer Aktien ist nicht mehr so einfach. Das heißt, das weitere Wachstum durch Zukäufe wird nicht unbedingt blockiert, aber es wird definitiv erschwert. Gegebenenfalls muss man jetzt auch mehr vermehrt Eigenkapital aufnehmen. Und man sieht es auch hier beim Gewinnwachstum in der Vergangenheit, dreistelliges Gewinnwachstum. Wir hätten sogar mal ein Gewinnwachstum von 650%. Vorher waren es 303%, dann 154%, 64%. Jetzt haben wir schon Verlangsamung, dann im letzten Geschäftsjahr 30,7%. Jetzt knapp unter 30 und jetzt ist interessant, Analysten schätzen nur noch ganz niedriges einstelliges Gewinnwachstum von um die, ja, zwischen 10 und 16% auf die nächsten 3 Jahre, irgendwo im Mittel zwischen 12 und 13%. Also eine starke Korrektur des Wachstums nach unten. Und das macht natürlich auch eine Neubewertung unabdingbar der Aktien. Nämlich wenn wir hier einfach die Standardeinstellung nehmen, der dynamischen Aktienbewertung, den FFO angucken, dann sehen wir, hey, super, da haben wir ja hier mal einen lockeren Kursverdoppler mit fetter Dividende drin. Und das ist aber nicht der Fall, weil wir haben ja jetzt hier die Berechnung des fairen Werts erfolgt auf Basis der durchschnittlichen Bewertung des Marktes in der Vergangenheit. Und in der Vergangenheit ist Innovative Industrial Properties eben so stark gewachsen. Und das wird jetzt sich nicht wiederholen, vermutlich. Deshalb muss man die Bewertung nach unten schrauben. Bevor du dir jetzt überhaupt überlegst, ob die Aktie günstig bewertet ist oder nicht, musst du dir erstmal überlegen, ob du überhaupt in das Unternehmen investieren willst, nachdem du jetzt die Fallstricke kennst. Nämlich, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt von relevanten Zahlungsausfällen bei Innovative Industrial Properties. Die Analysten natürlich. Die gehen davon aus, dass alles glatt läuft. So interpretiere ich die Zahlen jedenfalls. Die haben eine Verlangsamung des Gewinnwachstums drin, aber sie haben beispielsweise keine Dividendenkürzung. Lass mal zwei, spätestens wenn ein großer oder zwei mittelgroße Mieter ausfallen, dann ist die Dividendenkürzung perfekt. Das ist aber von Analysten nicht natürlich in Anführungszeichen nicht eingepreist, beziehungsweise wird so nicht prognostiziert. Aber das Risiko ist definitiv da und es ist erhöht im Vergleich zum Beispiel zu
Realty Income. Das heißt, es ist nicht ganz abwegig, was der Markt hier macht. Er hat also erkannt, denke ich auch, dass wir eine Risikoaktie tatsächlich haben. Hohes Risiko. Und da brauchst du natürlich auch, wenn du einsteigen möchtest, eine hohe Rendite für. Musst du dir zuerst fragen, möchte ich das Risiko eingehen, ja oder nein? Und wenn du das Risiko eingehen willst, wann steige ich ein? Bei welchem Renditepotenzial? Welche Renditeerwartung will ich haben? Und da musst du natürlich erstmal die Bewertung anpassen, weil wir haben ja hier das KGV bilanziert, das ist der FFO in dem Fall, weil es ein REIT ist. Und da haben wir jetzt durchschnittlich 26,7 angenommen, was die Bewertung angeht. Wir haben aktuell 13,7. 13,7 finde ich vertretbar, wenn ich das Wachstum hier sehe, das prognostizierte, was ja ungefähr bei so 12, 13% liegt. Das heißt, finde ich okay, das wäre so Price Earnings Growth von 1 oder leicht drüber. Da würde ich dann einfach nämlich nach unten korrigieren auf 13,7 und zack, ist das jetzt nach unten gegangen. Und jetzt haben wir hier quasi, jetzt ist quasi die Aktie fair bewertet, weil es das aktuelle KGV ist. Und jetzt die Renditeerwartung, die zukünftige Renditeerwartung hängt jetzt nur noch vom Wachstum ab, das prognostiziert wird, also ohne Zahlungsausfälle. Und wenn du jetzt guckst aufs nächste Geschäftsjahr, Renditeerwartung für 24% jährlich über ein Dreivierteljahre, nee, über ein Vierteljahre, ist natürlich immer noch ordentlich, 24,3%. Das kannst du noch tiefer stapeln und sagen, entweder ich will noch höheres Renditepotenzial haben, ja, noch höheres Renditepotenzial haben, Punkt. Da kannst du dann entweder den fairen Wert noch weiter reduzieren. Also du sagst, meinst, ich nehme nur ein Multiple von 12, dann sinkt es noch weiter, dann sinkt entsprechend natürlich auch die Renditeerwartung, also bei 13,6%. Oder du könntest auch hier die Hilfskurse einblenden und dann sagen, nee, ich möchte die Aktie zum Beispiel erst bei, sagen wir mal hier 88 kaufen. Wenn es 88 nur kostet, also ich rechne damit, dass es noch weiter nach unten geht, der Markt und damit auch zum Beispiel auch die Aktie, dann hast du wieder 21,4% Renditeerwartung. Kannst du natürlich auch auf die nächsten Jahre komplett nehmen. Also nicht aufs nächste Geschäftsjahr, sondern aufs übernächste Geschäftsjahr, wenn es jetzt 20%. Also ein bisschen spielen, was für dich dann realistisch ist und was dann für eine Renditeerwartung rauskommt und ob das dann für dich hoch genug ist, um das entsprechende Risiko einzugehen. Ist natürlich eine Geschichte, die musst du für dich ausmachen. Ich habe Innovative Industrial Properties nicht im Depot. Ich werde sie auch nicht reinnehmen. Entspricht nicht ganz so meiner Anlagestrategie. Was ich aber bei der Aktie interessant fand, beziehungsweise beim Unternehmen, das war, auf den ersten Blick sieht es wahnsinnig toll aus und sogar, also rein fundamental und sogar, wenn man dann in die Hochglanzbroschüre reingeht, in Investor Relations, wo ja ein Unternehmen sich auch präsentieren möchte, verständlicherweise sieht es auch noch gut aus. Man muss dann nochmal ein bisschen tiefer graben und dann plötzlich merkt man, hoppla hopp, da sind noch einige Risiken drin in diesem Unternehmen und die muss man sich auch echt bezahlen lassen. Und dann wird auch verständlich, warum die Aktie jetzt so momentan relativ günstig in Anführungszeichen zu haben ist. Okay, ich hoffe, es war ein interessantes Video, vielleicht das ein oder andere mitgenommen, auch für die zukünftigen Investments außerhalb von Innovative Industrial Properties oder REITs. Und kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Vielleicht ist der eine oder andere von euch ja schon investiert in die Aktie oder überlegt sich es gerade zu investieren. Dann könnt ihr mal sagen, ob ihr die Aktie nach dem Video immer noch kaufen möchtet. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.